Hey ihr Lieben, willkommen zum neuen Video. Heute gibt es das Unboxing der Glossy Box aus dem Monat März. So sieht die Box aus. Sie ist relativ leicht, was mir Hoffnungen macht, denn das Motto diesmal lautet Beauty School. Und ich erhoffe mir sehr viele dekorative Kosmetikprodukte, die mir ja auch am liebsten sind in so Boxen. Also ich bin mit Pflege echt so ein bisschen übersättigt, muss ich sagen. Ich meine, klar, es kann nicht nur dekorative Kosmetik immer in so Boxen drin sein, sondern ein Mix aus beidem, aber ich finde, Pflege überwiegt immer sehr. Und ja, deswegen, ich bin gespannt und hoffe natürlich auf viel Schminke. Ich gucke mal mit euch zusammen das Heft durch und dann erstelle ich mir eine Wunschliste aus 5 Produkten, die meistens eben in der Glossy Box drin sind. Also, wir fangen mal an mit einem Produkt, was höchstwahrscheinlich in jeder Box drin sein wird, denn das auf der ersten Seite ist meistens ein Universalprodukt sozusagen. Und zwar kommt das von Bodyography Professional Cosmetics und ist ein Make-up Brush Cleanser. Also es ist ein Spray, mit dem man den Pinsel oberflächlich reinigen kann. Also wenn man den Pinsel so ein bisschen auffrischen möchte und keine Zeit hat, ihn so wirklich mit Seife und fließendem Wasser zu reinigen, dann kann man das kurzerhand mal verwenden. Ich habe solche Pinselreiniger-Sprays. Warum ist das jetzt so laut draußen? Habe ich zu Hause, benutze sie allerdings ehrlich gesagt super, super selten. Also ich habe mittlerweile so viele Pinsel, dass ich die benutzten, die wirklich voll sind mit Farbe, erstmal zur Seite stelle und irgendwann mal alle durchwasche und den Schritt quasi mit so einem Spray nie mache. Aber gut, okay, ich denke, das wird trotzdem drin sein. Auf der nächsten Seite gibt es etwas von Skin Chemists. Und zwar den Rose Quartz Youth Defense Lip Plump. Der soll die Lippen mit extra viel Feuchtigkeit versorgen, sie geschmeidig machen, aber eben auch so ein bisschen voluminöser machen. Habe ich persönlich jetzt nicht so den Bedarf, muss ich sagen. Also das wäre jetzt nichts, was ich mir in eine Box rein wünschen würde. Dann könnte drin sein von Rituals ein Produkt, und zwar ein Cleansing Foam, also ein Reinigungsschaum aus der Namaste-Serie. Ich finde Rituals-Produkte immer sehr, sehr schön. Ich liebe die Düfte von Rituals. Allerdings, ihr wisst, Abschmink-Reinigungsprodukte möchte ich in einer Box nicht drin haben. Da bin ich am meisten gesättigt. Also von allen Produkten habe ich, glaube ich, am meisten Reinigungsschäume oder sowas in Boxen gehabt. Und ich benutze sie nicht mal gerne. Gut, dann kommen wir zur nächsten Seite. Es ist doch nicht viel dekorative Kosmetik drin irgendwie. Skin Biotic oder Biotic Put-On Hydration Sheet Mask. Eine Tuchmaske würde ich okay finden, verwende ich hin und wieder ganz gerne. Von L'Oreal Stylista könnte drin sein The Big Hairspray. Brauche ich jetzt nicht dringend. Ich verwende Haarspray eigentlich sehr, sehr selten, aber das ist was, was man als Backup ganz gut immer zu Hause haben kann, weil manchmal braucht man es eben doch. Von Bella Pierre könnte drin sein der Shimmer Roll. Das hört sich nach Highlighter an. Der schimmernde, champagnerfarbene Roll-On. Also das ist ein Roll-On in einer Champagnerfarbe, den man als Lidschatten tragen kann oder auch als partiellen Highlighter. Das würde ich cool finden, würde ich gerne ausprobieren. Von Glisscur könnten Produkte drin sein, und zwar Beauty Booster, entweder Repair, Glanz oder Kräftigung. Ich weiß nicht, ob das so Schäume sind, irgendwie sieht es aus, oder Ampullen. Sieht so aus wie, also entweder sind das Schäume oder kleine Ampullen. 1 bis 2 Pumpstöße zum Shampoo oder zur Pflegespülung hinzufügen. Okay, klingt interessant, habe ich noch nichts von gehört. Dann könnten drin sein solche Ampullen von Schäbens, entweder Beauty Serum oder Porenfein Serum. Dann von, ich weiß nicht, wie man die Marke ausspricht, Genuine Haircare oder so, Wet and Shine Shampoo. Okay. Von Diadermin ein Tagesfluid,
Lift Plus Ultra Protect mit Lichtschutzfaktor 50. Wo ist die Schminke hier in der Box? Also es kommen nur Pflegeprodukte. Von Wunder 2 könnte drin sein eine Detox Mask. Oh, bloß keine Gesichtsmasken. Das ist genau das gleiche wie mit Reinigungsschaum. Reinigungsschäume und Detox Masken. Nein, 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 will ich nicht haben. Von MAC Face and Body könnte ein Kaffee-Peeling drin sein in der Variante Kokosnuss. Das hatte ich erst, also ein ähnliches Produkt in der Fairybox. Das bräuchte ich jetzt auch nicht doppelt. Von Jean Darcel könnte drin sein eine Pflegecreme. Von Sanssouci könnte auch eine Maske drin sein. Dann von Real Techniques zwei verschiedene Pinsel. Das würde ich schon ziemlich interessant finden. Und zwar einmal der Sculpting Brush. Den hätte ich zum Beispiel auch noch nicht. Oder der Setting Brush. Den hätte ich zwar schon, aber bei Pinseln kann man auch gerne mal was doppelt haben. Also da würde ich mir auf jeden Fall ein Produkt reinwünschen in meine Box. Von Ico London könnte der Fat Liquid Eyeliner drin sein. Den habe ich vor kurzem erst bei mir aussortiert und verschenkt, weil ich den schon mal in einer Box drin hatte. Dementsprechend gehe ich jetzt ganz stark davon aus, dass er nicht noch ein zweites Mal auftauchen wird. Und das war's. Passt das jetzt zum Motto, der Inhalt der Box, also der mögliche Inhalt? Ich denke nicht. Also da hätte ich mir echt was anderes drunter vorgestellt. Also klar, ich meine zu Schminke und zur Gesichtsbemalung gehört natürlich auch die Pflege, die vorher eine Rolle spielt. Aber da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Achso, meine Wunschliste muss ich mir dann ja erstellen. Also ich gehe davon aus, dass dieses Spray hier drin sein wird. Das nehme ich dann einfach mal als eins. Dann würde ich mir reinwünschen den Highlighter Roll-On Nummer 2. Dann würde ich mir eine Tuchmaske reinwünschen, Nummer 3. Vielleicht von Glisscur sowas als viertes. Und den Real Techniques Pinsel, einen von den beiden. Ja, okay. Dann schauen wir mal, ob ich Glück habe. Ich gucke nicht rein in die Box, sondern greife von oben weg. Ich fühle eine Tuchmaske. Es ist aber die andere, aber das macht nichts. Sanssouci, Moistureholic, Fließmaske. Ja, werde ich gerne verwenden. Von Sanssouci habe ich bisher noch keine Maske ausprobiert, aber ich mag diese Tuchmasken einfach, weil sie sehr schön, also wenn sie nicht brennen auf der Haut, sehr schön kühlend sind und entspannend sind. Und es ist halt schnell gemacht, dadurch, dass man es eben auflegen und einfach wieder abnehmen kann. Okay, Nummer 2 ist das Spray. Ja, Make-up Brush Cleanser. Ja, wie gesagt, ich muss mal gucken, ob ich das behalte. Vielleicht gebe ich das auch weiter, weil ich habe da nicht so den Bedarf. Dann habe ich eine Packung. Da ist drin dieser Lip Plump. Das kann ich halt gleich mal ausprobieren. Ob das angenehm auf den Lippen ist. Manchmal ist ja so ein Lip Plumper durch dieses Prickeln sehr unangenehm. Es hat so eine rosa Farbe und so einen kleinen Schwammapplikator. Oh, man riecht schon die Pfefferminze. Also es wirkt so ein bisschen kühl auf den Lippen. Es fängt auch so ein bisschen an zu prickeln. Ist so das Gefühl, als hätte ich gerade frisch Mundspülung benutzt irgendwie. Es ist auf jeden Fall nicht unangenehm, es brennt nicht. Wie gesagt, ich habe da jetzt nicht so den Bedarf, aber wenn das feuchtigkeitsspendend sein soll, vielleicht verwende ich das mal über einem Lippenstift, der mir irgendwie zu trocken ist oder sowas. Gut, dann habe ich hier noch eine Tube und zwar mit dem Rituals-Produkt. Ja, das ist jetzt leider ein Cleanser, aber wie gesagt, Rituals mag ich eigentlich ganz gerne. Hat das dann auch einen angenehmen Duft? Oh ja, das riecht nach Zitrone. Oh. Oh ja, das riecht so zitrisch. Moringa and Holy Lotus. Aber es riecht irgendwie auch nach, ja, nach Zitrone, Limone oder sowas. Kommt in meine Backup-Kiste. Wird irgendwann mal gebraucht. So, jetzt habe ich theoretisch noch ein Produkt da drin. Ja, danach fühlt es sich auch an. Ah, sehr gut. Immerhin das einzig dekorative Produkt, außer diesem Eyeliner, Bella Pierre Shimmer Roll. Face, Body, Eyes. Kann ich ja auch direkt mal ausprobieren, ne? Also es ist halt wie so ein kleiner Deo
Roller. Sieht aber sehr glitzerig aus, muss ich sagen. Oh, ja. Kommt auf jeden Fall schon ein bisschen was rauf an Produkt. Ohne Spiegel ist das jetzt allerdings ein bisschen schwierig. Display kann ich jetzt nicht wirklich erkennen, ob das gut ist. Aber als Swatch macht es echt einen sehr guten Eindruck. Auch verblendet hat es noch eine schöne Leuchtkraft. Eine sehr hübsche Farbe, muss ich sagen. Ist ein bisschen glitterig, das schon. Aber ich glaube, das finde ich nicht schlecht. Okay, das gefällt mir, glaube ich, das Produkt. Das werde ich sehr gerne weiterverwenden. Ja, also insgesamt für mich definitiv keine Top-Box. Ich habe jetzt zwar zwei Sachen von meiner Wunschliste. Ich nehme jetzt mal das Spray nicht dazu, weil ich mir das normalerweise nicht reingewünscht hätte. Und eben zwei Produkte, ja, mit denen ich jetzt weniger anfangen kann, beziehungsweise ich werde sie verwenden, aber hauen mich jetzt nicht vom Hocker. Ich finde, insgesamt ist es dann schon eine für mich schwächere Box, also zumal ich mir halt unter dem Motto sehr viel mehr vorgestellt hätte. Ich gucke nochmal auf die Vorschau fürs nächste Mal. Die April-Box nennt sich Spring Secrets. Ja, wir sind gespannt. Wie gesagt, die Glossybox steht bei mir so ein bisschen auf der Kippe. Die letzten Boxen haben mir zwar immer ziemlich gut gefallen, weshalb ich sie auch weiterhin abonniert habe, aber diese Box, also bis auf den Highlighter jetzt, finde ich da kein Produkt so wirklich interessant raus. Ja, ich werde es weiter beobachten. Ich warte die nächste Box auf jeden Fall nochmal ab und schaue mal, ob die mich überzeugen kann. Was haltet ihr von diesem Inhalt, den ich jetzt hier habe? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne, wenn ihr eine Glossybox habt, was bei euch drin war. Ob ihr zufrieden seid oder nicht. Und was ihr sonst noch für Beautyboxen abonniert habt. Vielleicht seid ihr ja auch so ein Boxenliebhaber wie ich und habt noch einige weitere, die ihr vielleicht auch empfehlen könnt oder vielleicht welche, die ihr gar nicht gut findet und mal getestet habt. Lasst es mich gerne alles in den Kommentaren wissen und dann verabschiede ich mich von euch für dieses Video und sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal.